So. Ich hab wirklich, Leute, ich hab ehrlich gesagt, es geht hinten mit der, oh, hinten mit der Kacke. Kurz zurücksetzen, hat keiner gesehen von euch, ja. Das Mitlenken der dritten Achse. Ich habe ehrlich gedacht, dass es mich mehr irritiert. Aber das ist nicht der Fall. Easy. So. Hüttenstraße? Hüttenstraße? Nee, Huttenstraße. Sollte, glaube ich, normalerweise Hüttenstraße heißen. Oder? Ist ja auch egal. Tag. Tag. So, wir müssen einmal rechts rum. Warum fahren die davon nicht? So. Haifa-Ufer. Ah, alles klar. Kenne ich nicht. Ich muss auch sagen, die M5 bin ich lange nicht mehr gefahren. Bin ich, glaube ich, wenn ihr mich fragt, bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Ich hatte ja Winsenburg auch schon mal letztes Jahr installiert. Aber meiner Meinung nach bin ich die, glaube ich, noch nie gefahren. Weil in das hier, an die ganzen Haltestellen kann ich mich kaum mehr erinnern. Und ich kann mich normalerweise an vieles auf Winsenburg erinnern. Ui. Hänger. Hallo. Hallo. Weiter geht's. Sind schon wieder welche raus? Nö, noch nicht. Ich dachte gerade schon. Emmastraße. Emmastraße, die kenne ich aber auch irgendwo her, glaube ich. Oh, das ist. Das ist unvorteilhaft. Ah, Kacke. Okay, da wäre jetzt ein Unfall passiert. Da hätte ich aber auch nichts für gekonnt. Hier ist 30. Ich fahre nach Vorschrift. So. Hier wollen welche raus. Alles klar. Dann einmal Türen auf, bitte. Alles klar. Und weiter geht's. Können wir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Halloween-Typ seid, weil ist ja auch bald wieder Halloween. Und wenn ihr ein Halloween-Typ seid, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich zum Beispiel nämlich kein Halloween-Typ. Ich bin das letzte Mal Halloween mit meinen Kumpels gegangen. Da war ich 6. Und jetzt bin ich 8 Jahre älter. Seit 8 Jahren nicht mehr Halloween. Ich bin zwar vor die Tür gegangen, aber ich bin nicht mehr, meinen Kumpels praktisch um die Häuser gezogen. Und das nicht, weil ich keine Kumpels habe. Nein, nein, das deswegen nicht. Nein, 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 nein. Das ist eine Busspur. Okay. Nämlich weil bei uns ist es seit, ich glaube sogar seit 8 Jahren. Nee, seit 7 Jahren. Ist es so, bei uns Tradition, dass wir immer Halloween abends zu McDonald's fahren. Und da wir eigentlich nicht oft zu McDonald's fahren, ist das schon nice. Da einige ich mich lieber auf das. So. Einmal auf die Busspur-Bidee.
Hier ist 50, ne? Richtig. Viersener Straße. Ich krieg gerade eine andere Linie. Oder, nee, das müsste die. Oder? Ja, es ist die M5. Ah, die Gelenke sind auch endlich wieder richtig. Das letzte Mal waren die ja immer noch. Oder war das das vorletzte Mal? Hallo. Ich weiß nicht. Abend. Abend. Hallo. Irgendwann das letzte waren die ja mal so am Rumspacken, die Gelenke. Ich glaube, das war die M1. Wo die so am Rumspacken waren. Und das wäre ein bisschen blöd. Ah, es wird grün. Perfekt. Als ob jetzt hier 30 ist. Wieso sollte hier 30 sein? Und da vorne ist 30 wieder aufgehoben. Perfekt. Dann kann ich ja schon mal beschleunigen. Schlosshof. Jetzt darf man nicht mal umkehren. Okay. Schlusshof. Ja, dann machen wir jetzt hier Schluss. Nein, Spaß. Obwohl, wenn es jetzt genau hier an der Haltestelle 15 Minuten sind, dann kann es wohl sein, dass wir hier Schluss machen, weil ich dann hier schneide. Weil ich dann hier einen Schnitt mache. Richtig. Das kann gut möglich sein. Ich glaube, wir sind schon länger als 15 Minuten unterwegs. So, ich muss einmal links rum. Und das wird jetzt schwer, weil ich stehe genau am Rand mit der hinteren Achse und die schwingt ja ein bisschen nach. Das ist schwer. So, es ist grün. Wo sollen wir denn hier rum? Ach so. Geil. Sag das doch direkt. Die Ampel interessierte mich jetzt gerade gar nicht. Erfurter Straße. Ja. Ich erfahre, nice. So. Oh, eine schöne Baustelle. Schöne Duplo-Werbung hier. Na, Ben. Einmal Fahrschein, bitte. Einmal, normal. Das wären dann 10, 50. Danke. Und 1 Euro. Und weiter geht's. Hoffentlich kann jetzt keiner. Ist mir aber auch egal. Aber ich glaube, da kann man. Aber der hätte einfach mal richtig bremsen müssen. Wenn er nicht zu schnell gewesen ist, dann hat er das auch geschafft. Und die OMSI-KI fällt meistens genau richtig. Fällt fast nie zu schnell. Boah, das ist ja, schön.